Österreich ist ja nicht so ein Land, das man mit Armut in Verbindung bringen würde. Dennoch, das Wort Kinderarmut kommt immer wieder auf. Wie akut ist die Situation der Kinderarmut? Wie viele sind betroffen? Wir stehen in Österreich vor der Situation, dass mehr als jedes fünfte Kind, das in Österreich lebt, von Armut oder Armutsgefährdung betroffen ist. Das sind in Zahlen 368.000 Kinder in ganz Österreich. Wenn man sich vorstellt, man würde diese Kinder nebeneinander aufstellen mit einem Meter Abstand, dann würde das eine Strecke von Wien bis nach Salzburg ergeben und dann hätte man quasi alle gesehen, gedanklich. Also es ist ein strukturelles Problem, vor dem wir hier in Österreich stehen. Wie könnte man gegen diese Kinderarmut vorgehen? Was müsste zum Beispiel die Regierung tun? Was wir in der Volkshilfe glauben, ist, dass es für die Bekämpfung von Kinderarmut strukturelle Maßnahmen braucht, wie beispielsweise die Einführung einer Kindergrundsicherung, zugleich aber auch den Ausbau von sozialer Infrastruktur, wie beispielsweise Spielplätze, auch Indoor-Spielplätze, Hallenbäder, die kostengünstig zur Verfügung gestellt werden. Diese Maßnahmen sind natürlich für alle Kinder und Jugendlichen in Österreich wichtig, aber für Armutsbetroffene spielen sie einfach nochmal eine besonders zentrale Rolle, weil sie so stark darauf angewiesen sind, was einfach an Möglichkeiten zur Verfügung steht, dass sie kostenfrei oder kostengünstig nutzen können. Bezüglich dieser Grundsicherung, inwiefern kann man das durchsetzen und was für Kosten würde das betragen? Wir glauben, dass die Einführung der Kindergrundsicherung eine Entscheidung ist, die wir als Gesellschaft auch treffen können, um Armut in Österreich zu beenden. Wir haben versucht, uns hier anzunähern, so dass es ein Konzept von uns gibt, in dem alle Kinder in Österreich die Kindergrundsicherung bekommen würden, aber jene Familien aus Haushalten, wo ein geringes Einkommen da ist, einfach auch einen höheren Betrag bekommen würden. Solche Systeme neigen ja oft dazu, ausgenutzt zu werden. Wie ist das hier damit? Wir haben dazu uns auch auseinandergesetzt und haben eine repräsentative Umfrage durchgeführt, wo sich ganz deutlich zeigt, dass auch die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher ganz überzeugt davon ist, dass Eltern in erster Linie bei sich selbst sparen und erst dann bei den Kindern. Also wir sind sehr zuversichtlich, dass Eltern, auch armutsbetroffene Eltern, das Geld für ihre Kinder ausgeben würden. Man muss auch sagen, dass armutsbetroffene Familien insgesamt eine sehr hohe Finanzkompetenz haben, weil sie sich einfach jeden Tag damit beschäftigen müssen, wo sie günstig einkaufen können, wo sie auch gratis Angebote nutzen können. Also auf diese Kompetenz aufbauend sind wir sehr zuversichtlich, dass die Kindergrundsicherung auch dort ankommt, wo sie hingehört. Ab wann ist eine Familie armutsgefährdet? Die Armutsgefährdung wird jedes Jahr neu berechnet von der Statistik Austria. Man orientiert sich hier einerseits am Medianeinkommen von Österreich und wer weniger als 60% des Medianeinkommens zur Verfügung hat, der gilt als armutsbetroffen. Das ist eine sehr gängige Definition von Armut und Armutsgefährdung. In Österreich bedeutet das für einen Ein-Personen-Haushalt, dass man ungefähr bei einem Einkommen von 1250 Euro als armutsbetroffen gilt.